das eingangs mal bei der Reihenfolge diskutiert haben, nämlich nach der Pause mit dem Punkt 19, Dresdner Ortschaften erhalten. Das ist eingereicht worden als Antrag von der CDU-Fraktion. Sie würden wir zunächst hören. Dann gibt es einen Änderungsantrag Linke, den ich bitte einzubringen. Dann würden wir zunächst das avisierte gemeinschaftliche Räterecht für einen Ortsvorsteher aus dem Kreise gewähren. Und dann gehen wir in die Fraktionsrunde rein, die dann beginnen würde mit der SPD-Fraktion. Ja klar, habe ich ja gesagt. Erst einbringen, dann Änderungsantrag, dann für die Ortsvorsteher Herr Deutze, wenn es so ist. Und dann kämen wir in die Fraktionsrunde, beginnen mit der SPD. Also, bitte schön, Frau Walter, für die Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadtratskollegen und Kolleginnen, liebe Ortsvorsteherkollegen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Gäste. Im August 2018 hat die damalige rot-rot-grüne Mehrheit im Dresdner Stadtrat mit der Änderung der Hauptsatzung auf Initiative des SPD-Beigeordneten Herrn Dr. Peter Lames die Auflösung aller Ortschaften spätestens im Jahr 2034 beschlossen. Bereits die Art und Weise, wie im ersten Anlauf, ist es so laut, ja? Immer. Nie nur von diesem Thema, Herr Kiesling. Das ist okay, das klingt, glaube ich, ganz gut. Ich würde versuchen zu flüstern, dann hören Sie mich laut. Bereits die Art und Weise, wie im ersten Anlauf einer Stadtratsentscheidung versucht wurde, von hinten durch die Brust ins Auge über die SPD-Fraktion eine bis dahin in allen Gremien als nicht relevant für die bevorstehende Beschlussfassung zur Änderung der Hauptsatzung bezeichnete Anlage von möglichen Variantendarstellungen zur Gestaltung neuer Stadtbezirke, dann plötzlich doch in der von Herrn Dr. Lames gewünschten Form als Änderungsantrag dem Stadtrat, im Übrigen kurz vor der Abstimmung, vorzulegen, war gelinde gesagt ein ziemlich schlechter Versuch, die Ortschaften auszutricksen. Herr Oberbürgermeister Dirk Hilbert entschloss sich dann dankenswerterweise doch, diese weitgreifende Änderung transparent in den Ortschaften diskutieren zu lassen, und es kam erneut in den Beratungslauf. Es folgte eine rege Diskussion in den Ortschaften, es folgte Unverständnis und ja, auch das Gefühl, sich wieder mal für dumm verkauft zu fühlen. Die Beteiligungsvoten aller Dresdner Ortschaften waren damals wie heute eindeutig. Die Ortschaftsräte lehnten fraktionsübergreifend die Festlegung zur Auflösung der Ortschaften spätestens im Jahr 2034 ab. Man könnte nun meinen, dass dies die Stadträte, welche sich das Thema Bürgerbeteiligung in riesengroßen Lettern auf die Fahnen geschrieben haben, zu einer zumindest mal näheren Betrachtung der Voten veranlasst. Eine tiefere Analyse der seit Jahren sehr erfolgreichen Bürgerarbeit in den Ortschaften vorzunehmen, wäre ja auch eine Chance gewesen, neue Erkenntnisse zu gewinnen für die Arbeit in den damals noch nicht geborenen Stadtbezirken. Schließlich haben die Ortschaftsräte schon zum Teil mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Eigenständigkeit. Aber nein, nicht mal 5 Minuten dauerte die Diskussion dazu im federführenden Ausschuss für allgemeine Verwaltung. Die Ortsvorsteher haben im Sommer 2018 alle hier im Stadtrat an die damaligen Stadträte appelliert. Sie haben auf die gut funktionierenden Strukturen, die enormen Leistungen und die positiven Auswirkungen der sehr bürgernahen Arbeit der Ortschaftsräte hingewiesen. Aber all dies verhallte leider an den vorgefertigten Meinungen und vorab festgelegten Positionierungen der damaligen rot-rot-grünen Mehrheit. Natürlich gab es vereinzelt auch dort Stimmen, welche eine andere Sichtweise auf die Ideen
unseres Bürgermeisters und der SPD-Fraktion hatten. Ich erinnere mich, liebe Kollegen der Grünen-Fraktion, Frust, weil die von Ihnen gewünschten Änderungen auf Landesebene zur Umsetzung der Ortschaftsverfassungsrechte auf Stadtbezirksebene gescheitert sind, kann nun aber wirklich nicht zur Abstrafung der Ortschaften führen. Im Gegenteil, mit dieser Entscheidung haben Sie Ihr eigentliches Ziel einer Gleichbehandlung aller Gremien geschwächt. Ich bin daher etwas überrascht, auch heute ausgerechnet, dass die Linken einen entsprechenden Änderungsantrag einbringen, der doch letzten Endes genau das beinhaltet, was nunmehr auch im Koalitionsvertrag der sächsischen Regierungsfraktionen steht. Die vielfältigen Erfahrungen mit der Ortschaftsverfassung und der neuen Stadtbezirksverfassung werden wir mit dem Ziel evaluieren, die Rechte der Stadtbezirke und ihrer Räte weiter anzugleichen. Im Übrigen, liebe SPD-Genossen, haben Sie auch eure Vertreter unterzeichnet. Noch ein kleiner Hinweis. Das Problem ist, dass das bei dem Wort SPD ausgeht. Darüber muss man sich Gedanken machen. Noch ein kleiner Hinweis dazu am Ende meiner Rede. Man verbessert seine Position nicht, indem man das, wonach man strebt, dort zerstört, wo es vorhanden ist. Unsere Ortschaften sind ein Musterbeispiel für Bürgernähe, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement. Und dies gilt es weiter zu stärken. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, diese Beschlussfassung mit vorliegendem Antrag zu heilen. Im Übrigen haben sich auch zu diesem Antrag erneut fraktionsübergreifend alle Ortschaftsräte ohne Gegenstimmen für den Erhalt ihrer Ortschaften ausgesprochen. Und ich bin auch dankbar für die gute Zusammenarbeit der Ortschaften und freue mich, dass wir auch heute hier mit einer Stimme sprechen werden. Und Herr Dr. Dolze, der Ortschaft Altfranken, der die Ortschaft bereits seit 23 Jahren leitet und ich glaube über jeden Verdacht der CDU anzugehören erhaben ist, wird Ihnen dies auch noch mal etwas näher bringen. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie unserem vorliegenden Änderungsantrag der CDU-Fraktion zustimmen. Wir werden dem Änderungsantrag der Linken zustimmen. Vielen Dank. So, jetzt wäre es an der die Möglichkeit, den Änderungsantrag Linke einzubringen. Wollen Sie dann im entsprechenden Fraktionsrunde machen. Dann ist jetzt an der Reihe Herr Dr. Dolze für die Ortsvorsteher. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, liebe Gäste, nichts zu hören? Dann warten Sie mal einen kurzen Moment, es kommt gleich ein Ersatzmikrofon. Dann warten wir kurz ab. Es wäre schade drum, wenn Sie jetzt hier dann nie richtig gehört werden können.
So, jetzt scheint es zu gehen. Zweiter Anlauf, meine Damen und Herren. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates, liebe Gäste. Ich spreche hier nicht zu Ihnen als Vertreter einer der etablierten politischen Parteien, sondern als einer, der nach der politischen Wende in diesem Land mitgeholfen hat, in einer Ortschaft der Landeshauptstadt eine Struktur aufzubauen, in der sich Bürger für Bürger engagieren. Ich meine hier die Wählervereinigung. Altfranken war die erste Gemeinde, die im Jahr 1997 freiwillig zur Landeshauptstadt kam. Wir gehen also in das 23. Jahr des Bestehens der Ortschaftsverfassung. Ein Rückblick auf diese Zeit ist also keine Momentaufnahme, sondern auch aus kommunalpolitischer Sicht ein mittelfristiger Horizont. Lassen Sie mich hier einige Gedanken für den Erhalt der Ortschaftsverfassung äußern, die sich als Ergebnis seit unserer Eingemeindung ergeben haben und die nicht nur auf Altfranken, sondern auch auf die anderen Ortschaften zutreffen. Sie alle kennen die Problematik von der Verdrossenheit bzw. Resignation gegenüber politischen Einrichtungen in der Bevölkerung. Feststellungen wie "Wir müssen den Bürger abholen, wir müssen ihn mitnehmen" sind Bekundungen, die in den Ortschaften keiner mehr gebraucht. Wir sind als letzte kommunalpolitische Einheit vor dem Bürger mitten unter Ihnen. Der Bürger hat zur Ortschaftsratswahl nicht nur den Namen angekreuzt, sondern er kennt auch die Person, die dahinter steht und kommt nach der Wahl mit seinen Sorgen und Nöten zu ihr und erwartet eine Lösung. Das ist auch sein gutes Recht, denn schließlich hat er seinen Interessenvertreter gewählt. Ich glaube, wir stimmen darüber ein, dass Demokratie vom Mitmachen lebt. Ein "Die da oben und wir hier unten" werden Sie in den Ortschaften nicht hören. Denn die Ortschaftsverfassung ist ein Instrument der Bürgernähe, bei dem die Bürgerschaft in das kommunale Geschehen mit einbezogen wird. Zentralisierte Verwaltungen mit mehreren 10.000 Bürgern leiden immer unter dem Problem der Anonymisierung. Die Ortschaftsverfassung bildet somit auch die Grundlage der Identifikationsmöglichkeit der Bevölkerung mit ihrer Ortschaft. Gleichzeitig werden in einer solchen Struktur gesellschaftliche Verflechtungen sowie historische Bezüge entwickelt und erhalten. Auf diese Weise entsteht eine Kultur, in der der Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass er einen für das Zusammenleben in der Ortschaft wichtigen Beitrag leisten kann. Wenn die Bürger jedoch die gegenteilige Erfahrung machen, dass sie nur das Objekt von Interessen, Erwartungen und Belehrungen zentraler Verwaltungen sind, wird eine Identifikation mit diesem System nicht erfolgen. Erst wenn sie Mitgestaltende sind und nicht mehr nur Verwaltete, sind die Rahmenbedingungen für ein konstruktives Miteinander geschaffen. Die Bedeutung der Ortschaften für die Willensbildung und das Engagement der Bürger geht damit über eine Zwischenlösung hinaus und stellt somit die Basis für eine bürgernahe Einbindung kleinerer Gemeinschaften in die Einheitsgemeinde dar. Ortschaften sollten aus diesem Grund auch zukünftig eine Existenzberechtigung haben. Der Ortschaftsrat versteht sich jedoch nicht nur als Interessenvertreter seiner Bürger, sondern ist auch Vermittler zwischen den Entscheidungen des Stadtrates und der Aufnahme beim Bürger. Aus heutiger Sicht sehen wir die Ortschaftsverfassung als Basis für einen erfolgreichen Weg, Bürgernähe und kommunale Arbeitsweise zu verbinden. Wenn Sie so wollen, es ist ein Erfolgsmodell. Ich bitte Sie daher, erhalten Sie diese basisdemokratische Struktur im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger und stimmen Sie für den vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Und wie ich eingangs gesagt habe, beginnt die SPD, Herr Kaniewski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dolze, das, was Sie gerade eben vorgebracht haben, glaube ich, das steht außer Rede, dass das sowohl das Ansinnen auch des Stadtrates ist, jeder einzelnen gewählten Stadträtin und auch jeden einzelnen gewählten Stadtrates, aber eben auch der Ortsbeirätinnen und Ortsbeiräte früher. Sie konnten es nur eben nicht so richtig und jetzt der Stadtbezirksbeiräte. Was mich bei der Debatte um den Erhalt der Ortschaften tatsächlich stört, ist das Ausspielen der Ortschaften auf der einen Seite gegenüber den Stadtbezirksbeiräten, den neuen Stadtbezirksbeiräten auf der anderen Seite. Aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD-Fraktion, und darauf ist ja hingewiesen worden,
darauf ist ja hingewiesen worden, gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansichten dazu, ob die Ortschaften in der Form, wie sie jetzt bestehen, erhalten werden sollen oder nicht. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir werden heute als SPD hier auf weiter Flur alleine stehen. Das hat mit Haltung zu tun, also mit Haltung, bevor reingerufen wird, mit Haltung zu der Position, die wir vorher auch hatten. Ich finde, das ist okay, das gehört dazu, das ist legitim, dass wir im Rat auch unterschiedliche Positionen haben, aber wir können Ihrem Antrag nicht folgen, weil wir glauben, wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen. Frau Frohwieser hat in der Debatte beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass die Eingemeindung der Ortschaften nach Dresden eine eheähnliche Gemeinschaft sind. Und sie hat darüber hinaus ausgeführt, irgendwann sollte man vielleicht auch schauen, ob man in dieser Ehe ankommt. Diese Entscheidung zu sagen, wir wollen irgendwann, dass die Stadt tatsächlich eine Stadt ist und die Privilegien der Ortschaften eben nicht erhalten bleiben, hat ja nichts damit zu tun, dass wir die Arbeit in den Ortschaften nicht wertschätzen. Ganz im Gegenteil. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir den Ortschaften einen Teil ihrer Demokratie wegnehmen wollen. Wir wollen das Konstrukt Stadt Dresden als eine Stadt, als eine Verwaltungsgemeinschaft mit den verschiedenen Stadtbezirksbeiräten, mit der lokalen Demokratie genauso haben wie Sie. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Wege. Wir glauben nicht, dass die Privilegierung der neuen Ortschaften der richtige Weg ist. Wir würden uns freuen, wenn die Ortschaften stärker im Schoß der Stadt ankommen würden. Und deswegen werden wir heute Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Zastor. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich spreche heute hier mal gar nicht so sehr für meine eigene Partei, weil wir, ähnlich wie es gerade der Kollege von der SPD gesagt hat, da sehr unterschiedliche Meinungen haben. Der Robert Maloney wird dann nochmal für eine etwas andere Sichtweise auf den ganzen Punkt hier vorne stehen. Aber ich stehe heute hier vor allem für den Dresdner Norden, für die Ortschaften im Dresdner Norden und auch im Hochland und für das, was ich schon in der letzten Legislatur bei der gleichen Debatte gesagt habe. Ich bin der CDU sehr dankbar, dass sie heute das Thema nochmal aufruft und uns als Stadtrat ohne die Aufregung des Wahlkampfes, was ja, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen der Grund für diese doch sehr resolute Entscheidung gewesen ist, uns die Chance gibt, heute mal sachlicher darüber zu sprechen. Und deswegen sehe ich meine Rolle hier darin. Ich stehe aber auch hier für all diejenigen, die für echte Bürgerbeteiligung sind und für alle die, die es mit Mitbestimmung wirklich ernst meinen, denen Subsidiarität auch in der Stadt wichtig ist und die auch für den Erhalt von Bindungen, von Heimat am Ende ist. Weil all das haben wir in den Ortschaften stärker als anderswo in der Stadt. Ich bin ja in Dresden-Leuben groß geworden. Ich wohne jetzt schon sehr lange in der Dresdner Neustadt und wie die meisten ja wissen, jetzt seit einiger Zeit bin ich beruflich vor allem genau in diesen Ortschaften unterwegs und im Dresdner Norden und das ist ein Unterschied, wenn du dort bist, als wenn du in der Neustadt oder in Leuben bist. Dort gibt es das, was ich manchmal in meinem Stadtteil, in dem ich lebe, vermisse. Dort gibt es diese Gemeinschaft noch, dort gibt es das Gemeinwesen, so wie es die Ortsvorsteher auch gerade besprochen haben. Da gehst du nie anonym zum Simmel und wirst mit Sicherheit nie angesprochen. Wenn du in Lange Brücke in den Diska gehst, bist du locker anderthalb Stunden unterwegs. Weil das ein Treffpunkt ist, weil man dort darüber spricht und weil alles auf den Tisch kommt. Und ich schätze das sehr. Ich wünsche, dass dieser Zusammenhalt, diese Nähe, dieses Miteinander, übrigens weit über die Parteigrenzen hinweg, dass es das auch an anderen Stellen dieser Stadt gibt. In den Stadtbezirken, die ja auch künstliche Strukturen sind, lieber Richard, hast du das nicht so? Du hast es manchmal in Stadtteilen. Also wenn du nach Laubegast gehst, auch durch die Fluterfahrung, hast du das. Und ich wünschte mir übrigens eine Stadtstruktur, die diese echten Stadtteile, nicht die Stadtbezirke, sondern den Stadtteilen, den gewachsenen Stadtteilen mehr Bedeutung gibt. Und ich würde uns gerne einladen, dass wir versuchen, sogar bestimmte Dinge kleiner zu machen, als es im Moment in dieser Stadt ist. Und liebe Freunde, wir können von den Ortschaften, von dem, was dort funktioniert, lernen. Es wäre genau falsch, das Gute, was wir dort haben, abzuschaffen, bloß weil wir es in den Stadtbezirken noch nicht haben. Ganz im Gegenteil, ich würde es als Ansporn nehmen, dass es so, wie es dort ist, auch woanders werden soll. So rum muss das der Weg sein. Das ist für mich überhaupt gar keine Begründung zu sagen, bloß weil wir es in einer anderen Stadt nie haben, nehmen wir denen das weg, was ja dort funktioniert. Ich bin Mitternacht durch Lange Brücke gefahren und was habe ich gesehen? Die haben die Straße gekehrt. Die haben die Straße gekehrt und zwar befreit von dem Müll von Silvester. Das habe ich schon Neustadt so nie miterlebt, sondern da kam dann die Stadtreinigung irgendwann. Wer hat das gemacht? Die Freiwillige Feuerwehr.
Na klar, die organisieren das selbst. Die wollen, dass ihr Ort ordentlich ist und dass das funktioniert. Wissen Sie, das hängt aber auch damit zusammen, dass die zusammen geschworen sind, dass sie auch Möglichkeiten haben, Dinge zu gestalten, die du manchmal im Stadtbezirk nicht hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so viel wert. Das ist so toll, dass es das noch gibt. Meine Damen und Herren, das muss man, das kann man gar nicht anders entscheiden, als zu sagen, ihr macht das richtig, wir lassen das, wir geben euch heute mit der Entscheidung eine Zukunftsperspektive, wir korrigieren den Fehler aus der letzten Stadtratslegislaturperiode und deswegen stimmen wir auch, oder ich persönlich stimme dem linken Antrag sehr gerne zu und wir versuchen etwas von dem, was es dort schon an den Rändern der Peripherie gibt, auch in die Stadt reinzuholen. Und da sind wir alle, glaube ich, auch zusammen. Herr Lichti, Sie stimmen mir zu, ein historischer Moment, dann kann das nur gut gehen. Dass wir das alle lernen müssen, meine Damen und Herren, das sei mir als letzter Satz noch gestattet, sehen wir gerade eben, dass eben einige Stadtbezirke noch nie in der Lage sind, ihre Freiheit so ganz richtig zu nutzen. In der Altstadt ging das super, ich glaube auch in der Neustadt ging das super, die haben 100% schon ausgegeben, in anderen ist es noch Blasewitz auch ganz gut. Aber Sie sehen, da sind ja Anfänge auch mit den Budgets gemacht worden, ist ein richtiger Weg. Vielleicht geht da noch mehr. Wir sind da auch, ohne, also ich sehe das absolut richtig, darüber zu sprechen. Aber machen wir es doch so, dass wir es dort lassen und rüber in die Stadtmitte all das Gute aus den Ortschaften holen. Vielen Dank. Jetzt die Freien Wähler, Herr Hannig. In der Hoffnung, lieber Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, Ihre Hoffnung nicht zu enttäuschen, indem ich nur einen ganz kurzen Redebeitrag halte, weil dankenswerterweise die FDP mir oder auch uns als Freien Wählern aus der Seele gesprochen hat, wollte ich trotzdem einen Punkt hier mal noch vortragen. Wir erfüllen mit der Zustimmung zu diesem Antrag der CDU auch Forderungen aus unserem Wahlkampf. Wir haben das auch immer gesagt, wir haben gesagt, wir als Freie Wähler wollen das und wir freuen uns über den Antrag der CDU. Wir freuen uns auch über den Antrag der Linken, weil wir das gut finden, auch nach kontroverser Diskussion, im Übrigen nach kontroverser Diskussion jetzt während der Stadtratssitzung, was ich als unhöflich empfinde und was mir leid tut, weil ich gerne Ihnen anderen zugehört hätte, aber damit es vielleicht auch die Zuschauer mal wissen, heute 14.26 Uhr kommt eine E-Mail mit 27 Änderungsdokumenten zu dieser Sitzung. Wir müssen echt anfangen, anders zu arbeiten. Ich will nicht ningeln, aber manche Leute arbeiten auch noch hauptberuflich. Wann soll ich denn das lesen? Auf dem Feuerwehrauto, im Gericht, an der Maschine? Ich finde es schlicht nicht gut. Wir tun unseren Wählern auch keinen Gefallen. Das wollte ich mal ansprechen. Toller Antrag. Wir sind dabei. Lassen Sie uns für die Ortschaften das so machen und lassen Sie uns bitte diese Unsitte dieser kurzfristigen, intensiven Anträge abschaffen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Bündnis 90 Die Grünen in Dresden sind die einzige Partei und Fraktion, die seit Jahr und Tag für die Ortschaftsverfassung in ganz Dresden kämpft und für mehr Rechte der örtlichen Vertretungskörperschaften. Das war immer die Politik der Grünen. Und Frau Walter, Sie haben in die Geschichte ausgegriffen. Ich möchte noch etwas weiter in die Geschichte ausgreifen, weil das gehört nämlich zu dieser Debatte dazu. Es war die erste Entscheidung, die damals die neue rot-grün-rote Kooperation im September 2014 in der allerersten Stadtratssitzung, Sie waren noch nicht dabei, getroffen hat. Was haben wir damals gemacht? Wir haben die Ortschaftsverfassungen, die bisher waren, entfristet. Wir haben gesagt, die Ortschaften sollen bestehen bleiben, egal ob da 10, 20 Jahre oder unbegrenzt drin steht. Das war unsere Entscheidung. Und ich sage Ihnen, das war auch für die Grünen damals 2014 bei den Verhandlungen ein ganz entscheidender Punkt, den wir den Partnern nahegebracht haben. Ich sage auch, das war sozusagen sogar eine Koalitionsbedingung für uns. So. Das haben wir durchgesetzt, dankenswerterweise mit unseren Partnern von der Linken und der SPD. Ja, das gehört zu der Geschichte dazu. Frau Walter, und was ist dann passiert? Dann kam die CDU und hat gesagt, das ist aber ganz böse, das wollen wir nicht. Wir haben nämlich zugleich auch für die Stadtbezirke, die heutigen, auch die Ortschaftsverfassung eingeführt, weil wir gesagt haben, wir wollen für alle Dresdnerinnen und Dresdner gleiches Recht. Und es kann nicht sein, dass andauernd, auf lange Sicht,
7% der Dresdnerinnen und Dresdner mehr Rechte haben als 93%. Das kann nicht sein. Das entspricht nicht unserem Bild von Demokratie. So, und was ist dann passiert? Dann haben die Ortsvorsteher der CDU sind zum Verwaltungsgericht Dresden gelaufen. Und das Verwaltungsgericht Dresden hat leider eine Entscheidung gegen uns getroffen. Und ich sage, ich halte diese Entscheidung auch für juristisch falsch. Für juristisch falsch. Aber das ist eine andere Geschichte, die gehört hier nicht her. Und Herr Dr. Dolce, was ich mir bei dieser ganzen Debatte einfach auch mal wünschen würde, keiner von der linken Seite dieses Hauses, keiner schätzt die Demokratie, die gelebte Demokratie in den Ortschaften gering, ganz im Gegenteil. Sie ist für uns Vorbild. Aber wir würden uns wirklich wünschen, dass mal von Ihrer Seite mal ein Wort kommt zur Demokratie, nicht nur in Ihrer Ortschaft, sondern auch in der gesamten Landeshauptstadt Dresden und dass Sie auch mal anerkennen, sage ich mal, wie ich, viele Leute, auch in anderen Stadtteilen, in der Neustadt jahrelang darunter gelitten haben, dass wir diese Rechte eben nicht haben, dass wir Beschlüsse fassen, die breit diskutiert werden, die breit getragen werden im Stadtteil und dann sagt der Stadtrat, interessiert uns überhaupt nicht. So, das wollten wir abstellen und bitte tun Sie dort mit und anerkennen Sie auch endlich mal dieses Bedürfnis. Thema Gleichbehandlung. Jetzt geht es darum, wie geht es weiter. Es kann nicht bei der Teillösung bleiben, die die CDU-Fraktion hier vorschlägt, denn wir wollen tatsächlich gleiche Rechte für alle Dresdnerinnen und Dresdner durchsetzen. Und da sage ich mal, das sind leider die rechtlichen Voraussetzungen nicht geschaffen. Weil die rechtlichen Voraussetzungen müssen auf Landesebene geändert werden. Es war leider die CDU-SPD-Koalition der letzten Legislaturperiode, die der Landeshauptstadt Dresden explizit verboten hat, dass wir in den Stadtbezirken die Ortschaftsverfassung einführen. Sie hat explizit verboten, dass wir den Stadtbezirken weitere Rechte geben. Und ich weiß noch sehr gut, Jens Mattis war dabei, Kerstin Herzendorf war dabei, wie wir bei Albrecht Pallas gesessen sind, mit Vincent Dreves zusammen und händeringend fast gebettelt haben, um dort irgendein Verständnis für unsere Problemlage zu erzeugen. Es war damals bei der SPD, das muss ich den Genossen leider sagen, nichts möglich. Wenn sich das jetzt ändert, dann ist es gut. Wir haben den Koalitionsvertrag gelesen, dort gibt es einen Prüfauftrag. Der ist aus meiner Sicht gut, aber nicht ausreichend. Es ist nicht klar, in welche Richtung es gehen soll. Und wir brauchen dort auf Landesebene tatsächlich eine Änderung der Gemeindeordnung, die genau erlaubt, uns die Ortschaftsverfassung in ganz Dresden einzuführen und die uns auch erlaubt, den Stadtbezirken, wenn wir es entscheiden als Stadtrat, auch mehr Rechte zuzuweisen. So, und dann wird ein Schuh draus, Frau Walter. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir gerne hier gemeinsam in Dresden diskutieren, wie wir gleiche Rechte für alle schaffen. Indem wir die Ortschaftsverfassung einführen, indem wir den Stadtbezirken mehr Rechte geben, keine Ahnung, das müssen wir dann diskutieren. Aber wir brauchen diese Rechte. Und vorher kann man dem nicht zustimmen. Das heißt für uns, wir freuen uns über den Änderungsantrag der Linken, weil es genau diese Intention aufgreift. Wir werden dem sehr gerne zustimmen. Herzliche Gratulation, dass ihr es geschafft habt, das so gut aufzuschreiben. Hätten eigentlich wir machen müssen, aber okay. Wir werden dann auch, wenn das so ergänzt ist, dem CDU-Antrag zustimmen. Allerdings, wenn die Ergänzung scheitert, werden wir dem nicht zustimmen. Aber dann müssen wir den Antrag der CDU genau lesen. Denn es ist ja nicht eine Änderung der Hauptsatzung, die beantragt wird, sondern der OB wird beauftragt, die Hauptsatzung entsprechend vorzulegen zur Änderung. So. Und ich appelliere wirklich auch insbesondere an die Dresdner CDU, auf ihre Landesebene zuzugehen und zu sagen, mach das bitte, dass wir hier Handlungsmöglichkeiten haben. Und wenn das passiert ist, dann diskutieren wir das hier in Dresden und dann machen wir das. Aber Frau Walter und liebe CDU-Fraktion, wenn jetzt der OB kommt und nur mit dem Rechtsbestand, was er jetzt sozusagen hat, nach geltender Gemeindeordnung uns etwas vorlegt, dann, Entschuldigung, ist es nicht zustimmungsfähig für uns, weil dann erreichen wir das Hauptziel, nämlich gleiche Rechte für alle und auch nach dem besten Recht. Und das beste Recht ist eben die Ortschaftsverfassung. Herr Dr. Dolze hat es dargelegt. Das wollen wir für alle Dresdnerinnen und Dresdner. Deswegen sage ich, bitte liebe CDU, arbeite dort mit. Herr Hartmann ist ja Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, ist Ortsvorsteher von Langebrück, ist hier Mitglied Ihrer Dresdner Union. Da bitte ich doch da entsprechend innerparteilich einzuwirken. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir wirklich gemeinsam die Ortschaftsverfassung bei Ihnen erhalten und für die Kernstadt einführen. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann Linke, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Ortsvorsteher,
Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Es deutet sich ja schon in der Diskussion jetzt wieder weitgehende Harmonie an, sodass ich, das passt ja heute zum Tag und auch schon zu den anderen Dingen, was mir an dem Punkt auch sehr recht ist. Ich möchte trotzdem auf drei Dinge eingehen. Also wir reden darum, was wird aus den Ortschaftsverfassungen nach 2035? Ist jetzt nicht das Thema, wo wir wie aus anderen Punkten jetzt allerhöchste Priorität sagen könnten. Mir wäre es auch lieber gewesen, der Stadtrat würde sich in 10 Jahren damit beschäftigen, wenn dann die Frage wirklich ansteht. Aber sei es drum, wir drücken uns auch heute nicht dazu, weil wir dazu natürlich eine Haltung haben. Die drei Grundfragen, um die es geht, sind angesprochen worden. Erstens die Frage, welche Entscheidungen können künftig unterhalb der Ebene des Stadtrates getroffen werden in Stadtbezirken, Stadtteilen, Ortschaften? Das ist eine ganz wichtige Frage und darauf zielt ja auch unser Änderungsantrag. Wir wissen, dass wir das hier nie im Stadtrat entscheiden dürfen, das ist ja Teil des Problems, sondern dass das in der Gemeindeordnung geregelt werden muss. Und da gibt es für uns, sage ich jetzt mal elementar, drei Dinge, wo die Stadtbezirksverfassung dringend angeglichen werden muss. Erstens, wir müssen als Stadtrat die Chance haben, Kompetenzen an die Stadtbezirke zu übertragen, wenn uns das politisch sinnvoll erscheint. Wir dürfen nicht von der Landesebene einen einengten Katalog bekommen, was wir ihnen übertragen dürfen und was nicht, sondern wir sollten das Recht haben, alles, was sinnvoll ist, auf die Stadtbezirke zu übertragen. Das Zweite ist, die Stadtbezirke sollten ein eigenständiges Antragsrecht haben, auch im Stadtrat, genauso wie die Ortschaften das haben, ein Antrags- und ein Rederecht, genauso wie die Ortsvorsteher das jetzt wahrgenommen haben. Und das Dritte, wir wollen natürlich, dass es auch auf Stadtbezirksebene zu stadtbezirksspezifischen Themen Bürgerbegehren und Bürgerentscheide geben kann. Das sind die drei wichtigsten Punkte und ich glaube, da sollten wir uns auch als Stadt gegenüber der Landesebene stark machen, dass das gemacht werden kann. Die zweite Frage, die mit im Raum steht, ist die Frage, sind denn die Unterschiede, die wir gegenwärtig haben, sinnvoll? Wir haben also zwei Ortschaften, die haben 400 bzw. 500 Einwohner. Oberwartau und Schönbrunn und wir haben den Stadtbezirk Blasewitz mit über 80.000 Einwohnern. Da ist ein Verhältnis von 1 zu 200. Da kann ich verstehen, wenn Leute sagen, diese Differenzen sind nicht sinnvoll. Allerdings, da muss ich auch sagen, da bin ich sehr großer Sympathisant von Herrn Sastrow in dieser Frage, man muss es nicht zwingend dadurch auflösen, sozusagen, dass man die kleineren Einheiten in die größeren integriert, sondern man kann sehr wohl auch darüber nachdenken, ob es auch in dem Rest des Stadtgebietes sinnvoll ist, mehr Verantwortung in die kleineren Einheiten zu geben. Das ist ganz simpel. Also man mag ja der Meinung sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen Langebrück und Gorbitz. Aber Gorbitzer sind natürlich deswegen genauso engagiert an ihrem Gebiet, auch wenn das wesentlich größer und anders strukturiert ist. Warum sollen sie nicht dieselben Rechte haben? Und schon gar nicht, und selbst wenn man zugestehen würde, dass zwischen solchen großstädtischen Gebieten und Ortschaften am Rand ein Unterschied besteht, dann muss man mir die Frage erklären, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Langebrück und Laubegast oder Klein-Schachwitz, die eine ganz ähnliche Struktur haben eigentlich. Oder was ist der Unterschied zwischen diesen Ortschaften am Stadtrand und den Ortschaften, die wir am Elbhang haben? Die ja, der einzige Unterschied ist, die einen sind 1950 nach Dresden eingemeindet worden und die anderen 1997 oder 1999. Und das kann doch wahrlich im Jahre 2035 nicht mehr das Kriterium dafür sein, welche Rechte sozusagen die Bürgerinnen und Bürger in den Ortschaften haben. Und genau deshalb sind wir dafür, dass wir diesen Unsinn beenden, dass wir gute Bürgerbeteiligungsrechte, relativ gute Bürgerbeteiligungsrechte für 6% der Dresdnerinnen und Dresdner am Stadtrand haben und weit schlechtere Beteiligungsrechte für den Rest der Stadtbevölkerung. Diesen Zustand, den müssen wir beenden und den wollen wir beenden, damit überall in Dresden, und jetzt greife ich wirklich mal das auf, was Herr Dolzi hier gesagt hat, damit sich überall
all in Dresden eine Kultur entwickelt, in dem der Einzelne spürt, dass er gebraucht wird, dass er mitgestalten kann und dass er nicht nur verwaltet wird. Das ist eigentlich ein gutes Programm und ich freue mich, dass es so eine große Zustimmung zu unserem Ergänzungsantrag gibt. Und mit diesem Ergänzungsantrag können wir dann auch dem Ursprungsantrag zustimmen. Vielen Dank. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Holger Zastrow hat es schon angesprochen, die Stadträte der FDP-Fraktion werden heute bei dem Antrag unterschiedlich abstimmen. Auch wenn wir grundsätzlich einer Meinung sind, ja, Herr Dornhauser, ist alles gut, ist gut, ist gut. Haben Sie sich kurz ausgekotzt, geht's wieder? Können Sie wieder zuhören? Passt. So, also, wir werden hier unterschiedlich abstimmen, auch wenn wir uns beim Thema Subsidiarität einig sind. Beteiligung von unten herein. Meiner Meinung nach ist es aber wichtig, dass die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten der Dresdnerinnen und Dresdner und ihrer vor Ort gewählten Vertreter in den Stadtbezirken und Ortschaften gleich sind. Und daher ist es erstmal grundsätzlich ein gutes Ansinnen, dass man sowohl in Ortschaften als auch in Stadtbezirken die gleichen Verfassungen anwendet. Ich meine, der Stadtbezirksbeirat, der kann seinen Amtsleiter nicht wählen. Der Ortschaftsrat kann seinen Ortsvorsteher wählen. Das fängt ab, bei solchen Kleinigkeiten fängt es letzten Endes an. Und was wir wollen und wofür man sich einsetzen sollte, sind natürlich die größtmögliche Gestaltungsfreiheit für alle, für die Stadtbezirke und die Ortschaften. Sprich, es geht hier nicht um ein Downgrade für die Ortschaften, sondern man muss beides auf ein gleiches Level packen, aber eben die Stadtbezirke eher upgraden. Und für mich und auch einige meiner Kollegen wäre eben ein Vorschlag zur Schaffung von Stadtbezirksstrukturen für die aktuellen Ortschaften notwendig, der keine zwingende Angliederung oder Anflanschung von Ortschaften an bestehende Stadtbezirke vorsieht, der auch das Zusammenlegen von Ortschaften zu Stadtbezirken ermöglicht. Das sind alles Dinge, die man durchaus machen kann. Man kann auch, wäre ich auch absolut dafür, die existierenden Stadtbezirke durchaus kleinteiliger machen und verkleinern. Und es geht natürlich auch um Wege, wie die Ortschaften nach dem Auslaufen der Eingemeindungsverträge ihre lokalen Belange angemessen vertreten können. Mit einer reinen Angliederung an die bisherigen Stadtbezirke, und Frau Walter, da bin ich absolut Ihrer Meinung, gehen natürlich wertvolle Traditionsstrukturen verloren. Aber Sie sehen, das wäre eine differenzierte Herangehensweise als die Vorschläge, die wir heute hier gehört haben. Und sie wäre fairer für alle Dresdnerinnen und Dresdner, sowohl in Stadtbezirken als auch in den Ortschaften. Denn ich finde es wirklich schade, dass dieser Antrag in der Formel so reingeworfen wurde, weil das Thema ist nicht zeitkritisch. Ich würde es nicht wie Herr Mattes sehen, dass man sagt, man nimmt sich jetzt 10 Jahre dafür, aber 1-2 Monate wären durchaus drin gewesen. Und das wäre besser gewesen, mal wirklich nach vorn zu denken, mal neue Möglichkeiten zu evaluieren, weil hier geht es letztendlich nur um eine Konservierung des Status quo. Und daher, egal wie die Stimmung heute ausgeht, wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal neu aufgreifen, denn die aktuell vorgeschlagene Lösung ist nicht optimal, weil das ist lediglich eine Konservierung bestehender Strukturen. Und ich halte es für besser, den Antrag abzulehnen und das Gesamtpaket anzugehen, weil ich habe einfach die Befürchtung, wenn wir diesen Antrag heute beschließen, bleiben wir eben auf besagten Status quo stehen und werden uns und werden die Demokratie und die Bürgerbeteiligung in dieser Stadt eben nicht weiterentwickeln. Vielen Dank. So, damit scheint zunächst die Rednerliste abgearbeitet zu sein und wir könnten in die Abstimmung kommen. Da liegt mir zunächst ein Ergänzungsantrag von Fraktion Die Linke vor. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen. Und dann kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
59 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen.